just leave the facility. Thirsty? Have a glass of champagne. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Faible für Rätselspiele habe. Ich kann Stunde um Stunde in Spiele wie The Witness stecken, wo ich diese wunderschöne Insel erkunde und mir meinen Kopf zerbreche. Auch ein Talos Principle hat mich damals sofort in seinen Bann gezogen. Der König dürfte für viele aber nach wie vor Portal sein. Egal ob Spielmechanik oder Narrativ, hier passt einfach alles. Kein Wunder, dass viele Spiele versuchen, in eine ähnliche Kerbe zu schlagen und Portal als Vorbild nehmen. Mit Light Matter gibt es jetzt ein Spiel, das sogar direkten Bezug auf Aperture Science nimmt. Be careful with my lamps. At Light Matter Technologies, we treat our inanimate objects with respect. Not like those monsters at Aperture Science. Doch hat das Spiel wirklich die Kopfnussqualität, um mit Portal mitzuhalten? Bei Light Matter wacht ihr in einem Forschungskomplex auf. Schnell wird klar, dass hier einiges schief lief. Diese Vermutung wird bestätigt, als eine schemenhafte Figur euch erklärt, dass ihr evakuiert werden müsst. Mehr als den schattenhaften Umriss dieser Person könnt ihr aber nicht ausmachen. Die Evakuierung läuft natürlich schief und so müsst ihr euch selbst aus dem großen Labor befreien. Das wird aber nicht ganz easy. Light Matter ist auf keinen Fall eine leichte Angelegenheit. Der Clou von Light Matter ist, dass Schatten tödlich sind. Ihr könnt euch nur sicher im Licht bewegen. Tretet ihr auf eine schattige Stelle, gibt es keinen Toleranzbereich, in dem ihr euch noch retten könnt. Nein, euer Leben ist dann vorbei und ihr startet wieder kurz vor eurem Tod. Im Endeffekt ist Light Matter, der Boden ist Lava mit Licht und Schatten. Nun müsst ihr euch durch diesen Komplex navigieren und dabei darauf achten, dass ihr im Licht bleibt. Umherstehende Scheinwerfer werden schnell zu euren besten Freunden. Doch sobald ihr einen dieser Scheinwerfer mit euch umhertragt, könnt ihr nicht mehr springen. Außerdem ziemlich wichtig, die Scheinwerfer werfen das Licht nicht direkt auf eure Füße. Erst ab einer gewissen Distanz trifft der Lichtkegel auf den Boden. Einfach mit einem Scheinwerfer durchrennen ist also auch nicht drin. Light Matter entwickelt sich recht schnell zu einer wahren Kopfnuss. Es sind nicht nur die Scheinwerfer und deren schützenden Licht, denen ihr euch unterwerfen müsst. Im Laufe des Spiels kommen Schalter und bewegliche Plattformen hinzu. Oder auch sehr gemein, Stromkreisläufe, um zum Beispiel Toren zu öffnen, die erst funktionieren, wenn auf den richtigen Punkt Licht scheint. All of the proceeds from this toll go to rewards for my employees. Usually it's fruit, coffee, burgers and the sort. But thanks to you, the next reward is going to be a new elevator. Your reward will be exploring more of this scientific paradise and getting out of here alive. Nebenbei entspinnt sich auch noch eine rätselhafte Geschichte, die verdeutlicht, dass nicht alles so ist, wie es einem anfänglich erzählt wird. Das kennt man ja aus vielen Spielen dieser Art, ist aber dennoch ein gutes Mittel, um das Spiel dramaturgisch zu untermalen und etwas mehr Spannung aufkommen zu lassen. I don't want to put words in your mouth, but without me, you would be lost forever. So here's an idea for your front page. Leader shows me the light in a moment of darkness. Write it down. Light Matter ist eine harte Nuss. Man würde bei der simplen Prämisse mit Licht und Schatten denken, dass das alles gar nicht so vertrackt werden kann, aber die Lernkurve ist echt ziemlich steil. Neue Elemente sorgen dafür, dass die Rätsel stetig komplexer werden. Und immer mehr ertappe ich mich dabei, wie ich mit rauchender Rübe vor dem Bildschirm sitze und mir vorkomme, als würde jemand meine Gehirnwindungen ausringen. Das ums Eck denken fällt nicht leicht, aber genau aus diesem Grund spielt man ja auch so einen Titel. Mit um die 40 Level ist man auch erstmal eine gute Zeit beschäftigt und das für gerade mal um die 20 Euro. Auf Steam gibt es sogar eine Demo zum Spiel. Mich hat Light Matter aber voll und ganz überzeugt, weshalb es von mir eine klare Kaufempfehlung gibt. I've thought of something. When you write that exclusive, make sure to mention James. He'll be very pleased about that. Standing in my shadow isn't always easy.